an frühere Erfolge denken. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. 1. Samuel 17,37 Ehrlicherweise müssten wahrscheinlich viele von uns zugeben, dass wir pessimistisch werden, sobald wir in Schwierigkeiten stecken. Aber um diese Prüfungen zu bestehen, müssen wir unsere negativen Gedanken in positive verwandeln. Gott will Sie durch das Studium der Bibel mitnehmen auf eine Reise der Wahrheit, die Erstaunliches bewirken wird. Das wird Ihnen helfen, negative Gedanken loszuwerden und das Positive an Ihrer Situation zu sehen. Eine zuversichtliche Einstellung wirkt Wunder und hat zum großen Teil damit zu tun, dass man sich an frühere Erfolge erinnert. Als David dem Riesen Goliath gegenüberstand, dachte er an den Löwen und den Bären, die er schon besiegt hatte, und das machte ihm in seiner gegenwärtigen Situation Mut. Wenn Sie gerade eine schwere Zeit durchleben, erinnern Sie sich daran, dass das wahrscheinlich nicht das erste Mal ist. Sie haben es das letzte Mal überlebt, und dabei wahrscheinlich einige wertvolle Dinge gelernt, und Sie werden es auch dieses Mal überleben. Machen Sie es wie David und erinnern Sie sich an Ihre früheren Erfolge. Dann schlagen Sie die Bibel auf und sehen Sie nach, was Gott sagt. Es wird wieder besser werden. Das hat Gott versprochen. Gebet: Gott, manchmal erscheint mir meine Lage so aussichtslos. Aber du hast mich auch in der Vergangenheit durch schwierige Situationen hindurchgetragen und ich weiß, dass du es wieder tun kannst. Hilf mir, mich an frühere Erfolge zu erinnern und in meiner jetzigen Situation zuversichtlich zu sein.